Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kurzen Einführungsvideo der Marvel Comics App. Ich wurde gefragt, mal kurz zu zeigen, wie ich so meine Comics lese, was für Comics ich so besitze. Und weil ich immer erklärt habe, dass ich die Comics über die Marvel Comics App lese, dachte ich mir, ich mache einfach mal ein kurzes Video dazu, damit ihr das Ganze dann nachvollziehen könnt. Die Marvel Comics App ist erhältlich für Android bzw. iOS und ich zeige euch das Ganze hier über den Android-Emulator BlueStacks 2. Dabei habe ich auch einen kleinen Mauszeiger hier und so kann ich euch perfekt zeigen, wo ich drauf zeigen möchte. Also, so sieht die App aus, wenn ihr sie aufruft innerhalb eines Gerätes. Ich persönlich lese das Ganze auf meinem Tablet. Ist ein 10,1 Zoll Tablet, da macht das Ganze dann richtig Spaß, geht aber auch wunderbar auf dem Handy, habe ich auch schon so gemacht. Wir öffnen einfach mal die App, hier mit öffnen, hier könnt ihr sie auch installieren, ich habe das Ganze natürlich schon getan. So, wenn ihr die App öffnet, seht ihr hier immer aktuelle Angebote. Aktuell ist ja Civil War Captain America im Kino, dementsprechend sind da alle Comics ein bisschen günstiger. Die App ist komplett auf Englisch, das solltet ihr wissen. Also, wenn ihr die Comics lesen möchtet, solltet ihr ein bisschen Englisch können, dann macht das am meisten Sinn. Zum anderen findet ihr hier immer die aktuellsten Comics, die gerade rausgekommen sind. Comics kommen immer wöchentlich raus, aber Comics zu einem bestimmten Helden immer monatlich. Also hier in dem Beispiel, jeden Monat kommt ein Black Widow Comic in der Regel, aber jede Woche kommen komplett neue Comics raus. So, hier unten gibt es mittlerweile ja auch Star Wars, denn die Rechte für Star Wars Comics sind auch wieder zurückgegangen an Marvel. Das heißt, wenn ihr genauso wie ich ein großer Star Wars Fan seid, kommt ihr auch hier auf eure Kosten. Das Besondere an dieser Marvel Comics App ist, ihr könnt euch hier anmelden mit eurem Marvel-Account, den ihr auf marvel.com erstellen könnt. Und dann könnt ihr auf marvel.com eure Comics online lesen oder auch hier in dieser App. Also sämtliche Comics, die ihr in dieser App kauft, könnt ihr auf der marvel.com-Page lesen. Oder wenn ihr auf der marvel.com-Page Comics kauft, könnt ihr sie auch hier auf der App lesen. Ich zeige euch mal das Ganze anhand von Daredevil Comics, denn ich persönlich bin ein großer Fan von Daredevil Comics, da habe ich am meisten von. Und deswegen zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Ihr geht hier oben auf die Suche, tippt dann zum Beispiel Daredevil ein und dann findet ihr sämtliche aktuelle Comics, die hinzugefügt wurden in dieser App oder hier unten zum Beispiel sämtliche Comics geordnet in ihre Volumes. Wenn ihr hier auf Series draufklickt, seht ihr alle 30 Series, alle 30 Serien, die es zu Daredevil gibt. Die ältesten sind die hier, die enthält aktuell 233 Comicbücher, ist von 1964 bis 98. Das ist Volume 1. Volume 2 geht 98 bis 2011. Volume 3 geht 2011 bis 2014. Volume 4 geht 2014 bis 2015. Und aktuell, von 2015 an bis aktuell, läuft die Volume 1, 2, 3, 4, 5. Genau, Volume 5 ist es. Entschuldigung. Ja. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ihr möchtet gerne Comics kaufen, zum Beispiel sagt ihr, ihr möchtet jetzt hier Daredevil Cage Match. Das ist ein kleines Special-Comic, den möchtet ihr kaufen. Dann seht ihr hier, sobald ihr auf diesen Button klickt, kauft ihr das Ganze. Oder ihr klickt den Comic an, dann seht ihr den Cover, das Cover vergrößert. Seht hier außerdem eine kurze Beschreibung dazu mit ein bisschen Vorschau. Und sobald ihr hier draufklickt, öffnet sich dann das Kauffenster und ihr habt die Möglichkeit, falls das euer Telekom-Mobilfunkanbieter erlaubt, über eure Telekom-Mobilfunkrechnung zu bezahlen. Also euer Mobilfunkanbieter, Entschuldigung, Telekom macht das zum Beispiel, daher weiß ich das. Oder zum Beispiel, ihr sagt, ihr möchtet über PayPal bezahlen, dann geht das auch. So, des Weiteren, wenn ihr hier, wir gehen noch mal kurz zurück auf die Startseite. Wenn ihr auf der Startseite seid, wie auch immer, könnt ihr auch jederzeit zum Beispiel hier oben auf Free gehen. Dann seht ihr kostenlose Comics, die ihr runterladen könnt. Das sind meistens irgendwelche Previews oder irgendwelche Specials oder Magazine. Die kann man sich kostenlos runterladen. Huch, da wollte ich gar nicht hin, da sind wir gerade nochmal zurückgegangen. So, außerdem habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Comics gekauft habt, ich zeige euch das mal ganz kurz, hier drauf zu klicken, da seht ihr alle eure gekauften Comics. So, da habt ihr die Möglichkeit, das zu sortieren in All oder Device. All sind alle Comics, die ihr jemals gekauft habt. Und ihr seht hier, ich besitze sehr, sehr viele Comics. Unten drunter seht ihr immer, wie viele innerhalb eines Ordners sind. Das ist schon eine ganze Sammlung, die ich mir angehäuft habe. Ich weiß gar nicht mehr, es sind mehrere hundert Comics auf jeden Fall. Angefangen habe ich persönlich mit Black Panther Comics, bin dann irgendwann umgestiegen auf Daredevil, weil mich persönlich Daredevil sehr, sehr interessiert. Ich lese aber auch alles andere, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy, Fantastic Four,
Avengers, da ist alles mit dabei, Inhumans, X-Men, alles, was mich so interessiert. Und damit habe ich angefangen, mittlerweile hier Daredevil. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchtet die Comics von Daredevil, die ihr gekauft habt, runterladen. Also ihr kauft die Comics, die seht ihr dann hier, alle Comics, die gekauft sind. Wenn sie runtergeladen sind, ist hier kein Symbol. Wenn sie nicht runtergeladen sind, ist hier das Wolkensymbol. Und sobald ihr da draufklickt, hier mache ich das zum Beispiel mal, dann ladet ihr diesen Comic runter auf euer Device, auf euer Gerät. So, ihr könnt so viele Comics, die ihr gekauft habt, wie ihr möchtet, runterladen auf euer Gerät. So viel Speicher, wie euer Gerät zulässt, könnt ihr runterladen. Und das heißt also, ihr könnt alle Comics, die ihr gekauft habt, runterladen auf euer Gerät und euer Gerät so vollstopfen, wie ihr wollt, mit Comics. Und die seht ihr dann hier. Ich habe hier schon mal ein paar vorbereitet, ein paar Comics runtergeladen, um es euch mal kurz zu zeigen. Ich mache das nochmal kurz anhand von Daredevil. Ihr klickt zum Beispiel hier drauf und öffnet dann den Comic. So, ihr könnt hier dann ganz klassisch die Comic-Seiten durchblättern und euch das Ganze dann Stück für Stück durchlesen. Das Besondere an dieser App ist aber, ich zeige es mal ganz kurz, das nennt sich hier GV, Guided View, also geführte Sicht oder geführte Ansicht. Nämlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf dieser Comic-Seite seid, dann seht ihr ja hier jetzt schon auf der ganzen Seite, was als nächstes passiert. Ihr seht, Daredevil nimmt die Shuriken wahr, ihr seht, Daredevil weicht aus und ihr seht, Daredevil wird trotzdem getroffen. So, das seht ihr jetzt schon. Auf diese Weise spoilert ihr euch. Wenn ihr aber euch nicht selbst spoilern wollt, klickt ihr hier mit einem Doppelklick drauf und könnt dann Bild für Bild, Panel für Panel, Sprechblase für Sprechblase, werdet ihr in der richtigen Reihenfolge durchgeführt. Und ihr seht es, hier sind die Shuriken, hier weicht Daredevil den Shuriken aus und hier wird er trotzdem getroffen. Auf diese Weise spoilert ihr euch nicht und ihr könnt praktisch den ganzen Comic wie einen kleinen Film durchblättern, Bild für Bild, ohne euch zu spoilern, ganz gechillt, ganz gemütlich und es euch durchlesen. Ich persönlich mache das immer so, ich lese das hier auf meinem Tablet, stelle mein Tablet dann quer auf den Tisch und blätter dann Stück für Stück hier durch, während ich einen Tee trinke oder so und lese dann ganz gemütlich meine Comics. Ja, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Der eine oder andere, der sich über die Art gewundert hat, wer noch nie Comics gelesen hat, dem erkläre ich das auch mal ganz kurz. Daredevil hat zum Beispiel momentan einen Zeichner, der das Ganze in diesem Stil zeichnet. Und es gibt auch andere Zeichner, zum Beispiel hier bei Avengers. Da sieht das Ganze dann auch schon ein bisschen anders aus, ein bisschen realistischer. Also, hier zum Beispiel, ne? Je nachdem, was das für ein Zeichner ist, sehen die Comics dann auch entsprechend anders aus. Also lasst euch nicht davon abschrecken, wenn die Comics mal ein bisschen cartoonhafter aussehen. Manche sehen extrem realistisch aus, manche sind ein bisschen cartoonhafter. Das hängt immer vom Zeichner ab. So viel dazu. Also ihr habt gesehen, mal einen kleinen Einblick gekriegt, was für Comics es gibt, wie man diese App benutzt. Wenn ihr noch Fragen habt zu dieser App, irgendeine Funktion, die ich ein bisschen genauer erläutern sollte, schreibt es unten in die Kommentare rein, hier unten rein, dann werde ich das Ganze lesen. Ich lese alle Kommentare, ich beantworte alle Kommentare und ich bin auch gerne bereit dazu, Videos zu machen. Also das heißt, wenn ihr Fragen habt zu dieser App, wenn ihr Fragen habt zu einem bestimmten Charakter, zu Captain America, zu Iron Man, zu Punisher oder zum Beispiel in welchem Verhältnis du zueinander stehen, die Einstellung, den Vergleich Captain America versus Iron Man, wer von denen ist stärker, welche Ansichten hat Captain America, welche Ansichten hat Iron Man, wenn ihr Fragen habt zu Star Wars Charakteren, die ja mittlerweile auch zu den Marvel Comics wieder zurückgekommen sind, schreibt all eure Fragen, die ihr habt, in die Kommentare rein. Ob es Fragen sind zu Marvel-Charakteren, den Origin, wie die Charaktere entstanden sind, wer diese Charaktere überhaupt sind, Vergleiche von Charakteren, ob das Star-Wars-Charaktere sind, ob das Marvel-Superhelden sind, es ist alles Marvel, schreibt es in die Kommentare rein, ich lese mir das Ganze durch, ich mache dann Videos dazu, denn wir werden gemeinsam über Marvel-Comics diskutieren, wir werden gemeinsam über Marvel-Comics reden und Spaß haben. Also, wenn ihr Fragen habt, rein damit in die Kommentare. Ich lese alle, ich beantworte alle, entweder in den Kommentaren oder in zukünftigen Videos. Und damit danke ich herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Das heißt, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Dann mache ich zukünftig alles besser. Und ansonsten danke ich natürlich herzlich. Wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr noch so macht. Und hoffentlich darf ich euch in der nächsten Episode wieder mit begrüßen. Vielleicht ist es sogar ein Video, was ihr vorgeschlagen habt. Also vielen Dank und bis dann. Tschüss.